Und zwar haben wir uns die letzten Tage haben wir uns so ein bisschen eine Auszeit genommen. Wir waren in Argentinien unterwegs, in Mendoza und Córdoba. Das sind zwei Städte, die eigentlich auch recht schön waren. Hat uns gut gefallen. Ja. Das Wetter war richtig angenehm. Es war so richtig gute Sommertage irgendwie. Und wir haben es einfach genossen, einfach mal nicht viel zu machen. Wir waren beim Friseur. Ja, ich auch. Und jetzt sitzen wir hier und zwar am Flughafen. Genau, es geht für uns weiter. Ja. Oh, mal einchecken. Wir sitzen immer noch hier, wo wir gerade immer schon saßen. Und die Schlange ist einfach mega lang beim Check-in. Und wir sehen es überhaupt nicht an, uns da anzustellen. Das Problem ist, es ist super schlecht organisiert. Ja. Ist eigentlich eine neue Airline. Dadurch, dass es die jetzt gibt und die ziemlich günstig ist, ersparen wir uns gerade 22 Stunden Busfahren. Also wir sollten uns wirklich nicht beklagen. Tun wir nicht. Tun wir das? Nein, ich beklage mich nicht. Ne? Nur, dass es schlecht organisiert ist. Ja. Also der Flug geht in einer Stunde. Mal schauen, wie schnell das jetzt hier so geht, aber es dauert einfach. Dauert halt. Geschafft. Wir sind eingecheckt. Ja. Boarding hat vor 10 Minuten angefangen. Ab zum Gate. Erstmal zur Sicherheitskontrolle. Ach ja, stimmt. Die ist auch noch. Wir sind schon da. Das war nicht so weit. Vergessen, dass es Südamerika ist. Boarding hat natürlich nicht vor 10 Minuten angefangen, sondern fängt wahrscheinlich in 10 Minuten an. Está cerrado. Si tienen equipaje o no, sabemos cómo. Gracias. Hola. Buenas tardes. Good afternoon. Angekommen. Wir sind jetzt am Flughafen. Fahren jetzt gleich noch ins Hostel. Morgen früh geht es dann weiter, fahren wir nämlich in ein anderes Land und da verraten wir euch dann, wo wir sind und was wir da machen. Und dann lüften wir das Geheimnis. Also bis morgen. Bis morgen. Brasilien. Genau. Um genauer zu sein, sind wir zu den Iguazu-Fällen gefahren. Genau. Geflogen. Gefahren. Ja. Heute in Brasilien, morgen wieder zurück in Argentinien. Ja. Ich hatte gestern einen Sitzplatz, von dem man das schon aus gesehen hat, die Wasserfälle. Und ich freue mich mega. Ich auch. Daniel auch. Er ja, hat nur doch. Nichts gesehen. Ist das auf der anderen Seite, habt ihr gesehen, im Flugzeug. Die Sache ist die, eigentlich hatten wir die noch gar nicht auf dem Plan, bis vor ungefähr anderthalb Wochen. Ja. Die Wasserfälle. Und dann wurde uns aber so viel Gutes davon erzählt und so viele verschiedene Menschen haben uns gesagt, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Und dann haben wir uns entschieden, was auszulassen? Santiago de Chile. Genau, also einfach nur Hauptstadt. Eine Stadt. Ja, Hauptstadt von Chile. Große Stadt, haben wir uns gedacht, ist immer das Gleiche. Wir beenden unseren Trip durch Lateinamerika und jetzt durch Südamerika mit was ganz Besonderem und sind halt hier bei den größten Wasserfällen der Welt. Und spektakulärsten Wasserfälle. Jetzt die gucken wir uns an, jetzt kaufen wir, bekommen jetzt die Tickets, und dann gucken rein. Wir uns das an. Thank you.
Zeit, jetzt gehen wir schwimmen. Da raus und durch die Gischt, das ist da so nass. Sehen wir uns lieber was an. Und wir stehen jetzt nochmal hier oben, wo der Wasserfall dann runterstürzt in die Tiefe. Das war schon sehr beeindruckend. Dieser Wasserdampf oder was, diese Wassertropfen, die da hochsteigen übrigens, sind, ist das, was ich gestern aus dem Flieger gesehen habe. Ah. Das sieht man ganz klar deutlich aus der Luft. Da hinten ist dann die argentinische Seite. Da gehen wir dann morgen hin. Da sieht man auch die argentinische Flagge. Und würde ich sagen, geht's mit morgen weiter. Jo. Es ist heute Tag 2. Bei den Iguazu-Fällen, heute auf der argentinischen Seite. Wir fahren jetzt gleich mit so einem Zug zu einer Station und von da kann man dann verschiedene Wege laufen zu den Wasserfällen. Und das Areal ist einfach viel größer hier als in Brasilien. Das bedeutet, dass man viel mehr sehen kann. Das heißt, wir verbringen noch mehr Zeit hier und zeigen euch das. Das ist einfach so laut hier. Zur nächsten Station laufen wir jetzt, uns gegen den Zug entschieden. Angekommen. Wir wurden nicht vom Zug überholt, das war unser Ziel. Wir sind nur gelaufen, weil wir noch eine halbe Stunde auf den Zug hätten warten müssen und der fährt so ungefähr 5 km/h und ist eigentlich nur 2 Kilometer, also... Iguazu-Fälle sowohl von der brasilianischen als auch von der argentinischen Seite uns anzuschauen. Und zwar erst die brasilianische, um eben so einen schönen Überblick zu haben und dann die argentinische, um mittendrin zu sein. Ja. Ständig die Frage, was ist denn besser, brasilianische Seite oder argentinische Seite? Uns gefällt die... Argentinische Seite. Argentinische besser. Seite besser. Aber ich persönlich würde sagen, ich würde nicht auf die brasilianische Seite verzichten, einfach weil man in den Rachen des Teufels, also das, wo wir gerade waren, wenn man da wirklich reingehen kann, ja, und direkt daran ist und wirklich merkt, wie viel Wind, wie viel Energie einfach dieses Wasser produziert. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, wenn man schon mal hier ist, dann kann man auch beides machen, oder? Genau. Also 2 Tage braucht man,
es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man muss es gesehen haben, definitiv, wenn man in Argentinien ist, man muss es gesehen haben. Wir sind sehr dankbar, sehr dass wir froh. Den... Stuart, danke schön. Danke, Stuart. Dass wir von auch noch anderen Leuten immer wieder den Tipp bekommen haben. Macht es auf jeden Fall. Das Ganze ist übrigens auf der argentinischen Seite barrierefrei. Das heißt, man kann auch mit Rollstuhl, Kinderwagen alles durchfahren. Finden wir super gut. Ja. Auf der brasilianischen Seite ist es nicht ganz so, sind ziemlich viele Stufen. Hier können die Stufen in den meisten Fällen umfahren werden. Noch ein allerletzter Tipp. Für die brasilianische Seite ungefähr ein paar Stunden einplanen, für die argentinische Seite ein paar mehr Stunden, aber frühmorgens herkommen. Da sind noch nicht so viele Leute da. Da hat man das Ganze noch so ein bisschen für sich und kann wirklich die Natur genießen und eben nicht dieses Touristenspektakel. Ja, hier ist jetzt schon viel zu viel los hier. Würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zurück. Und heute Abend gibt es wieder eine Nachtbusfahrt. Ja. Wir zeigen die euch mal, wir nehmen euch mit. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Also bis heute Abend.